Bundestagsabgeordnete haben keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht zum Thema, wer alles in Deutschland von der 300 Euro Energiepreispauschale profitieren wird. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass auch Bundestagsabgeordnete die 300 Euro bekommen werden, weil sie ja, wie alle anderen Begünstigten auch, in Deutschland uneingeschränkt steuerpflichtig sind. Da muss ich mich jetzt aber mal wirklich dolle entschuldigen bei Ihnen, denn das stimmt so nicht. Laut der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses in der Bundestagsdrucksache 20.765 vom 11. Mai 2022 ist klar, dass mit der Einführung des Steuerentlastungsgesetzes 2022 weder Bundestagsabgeordnete noch Abgeordnete des Europaparlaments oder Abgeordnete der Länderparlamente in Deutschland die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen werden. Das steht sogar ausdrücklich in der Begründung für diesen Gesetzesentwurf drin. Ein Bundestagsabgeordneter erhält nach § 22 Einkommenssteuergesetz sonstige Einkünfte und keine Einkünfte oder keine steuerlichen Einkünfte aus einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis. Somit ist klar, dass unsere gewählten Parlamentarier nicht in den Genuss der 300 Euro Energiepreispauschale kommen werden. Die Beschlussempfehlung vom 11.05.2022 ist am 12. Mai 2022 durch den Bundestag gegangen und das Steuerentlastungsgesetz mit der Energiepreispauschale ist beschlossene Sache. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.